Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wunderschöne neue Folge Assassin's Creed Odyssey. Und wir sind jetzt hier drüben schon mal wieder auf Delos. Obwohl hier eigentlich Mykonos steht. Aber nein, wir sind auf der Insel Delos. Und wir machen jetzt keinen Delos, sondern wir sprechen mit Thaletas. Beziehungsweise wollen jetzt erstmal mit ihm sprechen. Und wenn wir das erledigt haben, dann könnten wir ja gleich mit dem Ptolemarchen sprechen. Ne, Ptolemarchen heißt er, glaube ich, nur. Nicht Ptolemarch. Nicht Ptolemäus ist das, glaube ich, sondern einfach nur Ptolemarch. Egal. Da reden wir noch mit dem. Und jetzt haben wir schon wieder freie Einbrüche. Es ist doch nicht wahr. Was ist denn heute nur los? Moment. Ich muss mal kurz hier was tun. So, jetzt müsste es hoffentlich noch mal besser werden. Jetzt habe ich Quali noch mal ein bisschen runtergestellt. Schlimm. Gut, genau, dann reden wir erstmal hier mit Thaletas und dann schauen wir weiter. Na? Es wird, glaube ich, Zeit, dass ich mir wirklich noch entweder eine zweite kleine Grafikkarte hier reinschmeiße oder gleich eine ordentliche große neue aktuelle. Weil die haben ja mittlerweile zwei Encoder, dann kann ich einmal streamen und einmal Aufnahme direkt encoden. Was ist denn hier unten los? Und warum? Hier passiert? Gestiebt halt. So. Okay, dann reden wir mal mit Thaletas. Und da hängen wir aber das hier mal an. So, flup. Und flup. Thaletas? Was machen du und deine Männer hier im Freien? Die Feiglinge aus Athen haben zu viel Angst, jemanden auf heiligem Boden anzugreifen. Wir sind hier, um sie zu verspotten. Spartiaten, ihr seid alle gleich. Das werte ich als Kompliment. Du hast nicht nach den Befehlshabern gefragt. Ich weiß schon. Ihre Truppen sind ungeordnet und ihre Soldaten desertieren. Sparta schuldet dir was. Ich schulde dir was. Vorsicht, du weißt nicht, worum ich bitten würde. Ha, bin gespannt. Ich würde um Kyra bitten. Kyra? Und dich. Ich will euch beide, Thaletas. Ich weiß, was ihr füreinander empfindet, aber... Cassandra, ich... Konzentrieren wir uns lieber auf den Krieg. Oh, Spartiaten. Immer Krieg und nie Spaß. Oh, echt, ey. Wenn du gerade mal nicht die Inseln rettest, dann triff mich am Strand, östlich der Kynthos-Ruinen. Ich möchte dir etwas zeigen. Halte nach Rauch Ausschau. Mach ich. Mhm. Okay. So, also nee, meine Aufnahme, die ist davon nicht betroffen. Die ist ordentlich. Moment. Dann muss ich jetzt mal hier komplett anders hantieren. Warte. So, dann machen wir das. Hm.
Dann machen wir das. Und dann... das. Wenn das jetzt immer noch nicht hinhaut, dann sag nochmal bitte Bescheid. Dann habe ich noch ein, zwei Möglichkeiten. Aber mehr habe ich dann bald nicht mehr. Herzen im Krieg. So, okay, gut. Also, wir waren zwischendrin mal hier unten im Wasser. Da gibt es tatsächlich einen kleinen Schatz. Da kann man mal hingehen, das kann man sich mal angucken. Das ist jetzt nichts Besonderes, aber in der Pause waren wir da mal kurz. Ganz lustig gewesen. Diese Löwen sind imposant. Ich frage mich, was sie bewachen. Das ist schon imposant. Kann man schon so sagen. Aber du meinst, die bewachen was? Na gut, hier drüben ist was, aber das ist ja... Gut, aber wir gehen erstmal. Wir gehen erstmal. Ja, das schauen wir uns dann auch gleich noch ran, ne? Wir hatten ja jetzt erstmal noch das hier. Gut. Gehen wir da eventuell erstmal hin. Oder? Wir können natürlich auch erstmal mit dem Herzen das machen. Nee, komm. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Komm. Eins nach dem anderen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du meinst, da ist noch Vergnügen? Ich weiß es nicht. Er hat uns eigentlich gerade schon eine ziemlich starke Abfuhr erteilt. Adlerfrau, mein Name ist Herodianos, der Ranghöchste nach Thaletas auf dem Feld. Des Krieges Hunde heulen und dank dir kann Sparta zurückheulen. Klingt nach einer Menge Geheul. Dank deines Sieges gegen die Athenerflotte ruhen ihre besten Truppen auf dem Grund der Ägäis. Dieser Tag gehört so gut wie uns. Schließe dich uns an. Ach, klar. Es ist mir eine Ehre, für Sparta zu kämpfen. In den Kampf! Für Sparta! Schick die Athener in den Hades! Lasset sie alle! Ich glaube, das war keine gute Idee jetzt. Ja, obwohl, doch, es müsste passen. Ich dachte jetzt wegen Podarkes, aber nee, das sollte immer noch hinhauen. Warte. Ich muss mal hier kurz. Habt ihr auch echte Krieger mitgebracht? So, warte. Das machen wir mal hier hin. Das wird spaßig. Gut hier. Jawohl.
Das war nicht der Plan. Bombs. Ah, traumhaft. Au! Na, auf dich, dass du langsam mal aufhörst mit deiner komischen Geschichte hier. So, wie war das jetzt mit dem Sterben? Ich hoffe dann nur, dass ich Kodakis am Ende immer noch umbringen kann. Ansonsten muss ich noch mal ein Safe Game laden. Wie sieht denn die Framerate aus? Also bei euch ist schön. Eine FPM? Achso, Frames per Minute. Aha, ich verstehe. Alles klar. Ist des Kosmos. So, dann gucken wir doch mal. Ach, hier unten. Es gibt keinen Sieg ohne ewigen Krieg. Der Kosmos leitet mich. Das haben wir uns ja jetzt nicht denken können, dass Podarkis zum Kosmos gehört. Podarkis der Grausame. Nach Generationen der Vorherrschaft schwand der Einfluss der Silberinseln. Perikles machte Athen zu einem neuen Machtzentrum. Dies war ein Wandel, den Podarkis der Grausame nicht dulden wollte. Der Kult schenkte ihm eine furchterregende Armee. Mit ihr gedachte er, die brodelnde attische Revolution niederzuschlagen. Und er schwor dem Kult gegenüber, Athen bis auf die Grundmauern niederzubrennen. Brief an Brison. Brison, dein Gewimmer unter den Händen dieses grobschlächtigen Rotbluts M halte in jeder Ecke unseres Schreins wider. Bewahre dir diesen Schmerz. Präge ihn dir ein. Lass ihn gären. In meinen Landen baut sich eine Rebellion zusammen. Ich will, dass du eines Tages an meiner Seite kämpfst und alle gegen mich aufbegehren diesen Schmerz spüren lässt, den du erdulden musstest. Oder einen schlimmeren. Wenn wir unsere Pläne in Athen endlich in Gang setzen, wird es niemand mehr wagen, sich uns in den Weg zu stellen. Die Demokratie wird sterben. Und ich werde wieder herrschen.
Ruhm dem Bund! Notiz von Bodakis. Bruder, deine Anordnungen sind simpel. Heute zerschlagen wir die Rebellion und schicken jeden der spartanischen Eindringlinge in die Unterwelt. Sie werden ob unserer Macht erzittern. Für dich gibt es eine zusätzliche Mission. Auf unseren Inseln wurde eine Söldnerin gesehen, die für die Rebellion und für Sparta kämpft. Sie bringt Chaos und Verwüstung mit sich. Ich will, dass du diese Mietklinge zu mir bringst, wenn möglich lebend. Ihre Odyssee endet noch heute. Ruhm dem Bund! Nee. Gut. Podarkis, ja? Alles klar. Wir müssten doch jetzt immer noch eigentlich die Quest haben, oder? Ja, genau. Darf ich vorstellen, Hades? Podarkis. Uff. Uff. Nun gut. Da drüben ist er. Ja, nur dann. Eukos der Olympioniken. Na komm. Aha, in dem Gasthaus. Da waren wir doch schon mal. Die Gegend wird gut bewacht. Naja. Ach, davon ist er geschwommen. Na gut. Okay. Seit deiner Landung warst du ein Stachel in meinem Fleisch. Gleich bin ich eine Klinge in deiner Kehle. Auch wenn du mich tötest, wirst du verlieren. Ich bin überall. Keinen Stein, an dem du dich verkriechen könntest, wo wir dich nicht finden. Das macht nichts. Ich finde euch. Ihr seid es, dann ist eh alles vorbei. Ich begrabe eben dich so tief, dass nur Hades dich noch finden kann. Ach, meinst du? Das war für meine Familie, Malakka. Was ich tat, tat ich für den Ruhm von Delos. Du hast allein gehandelt und du wirst allein sterben. Ja! Lilanes Blut. Ist das beim Kosmos so, ja? Na ja, gut. Schön, da haben wir den auch noch erledigt. Auch mal. Schön. Das ist ja super. Gut, da haben wir den hier unten weg. Von dem haben wir eine neue Info. Ja, passt. Okay, Fähigkeiten lassen wir. Weil, wie gesagt, ich will erstmal den hier aufrüsten und dann können wir hier ein bisschen mehr Spaß machen. Ja, hier gibt es jetzt eigentlich auch nichts großartig Interessantes Neues. Nee.
Quests haben wir. Ja. War da hier nicht irgendwie so ein Herzding? Ich kann diese Herzquest nicht mehr machen. Das ist ja doof. Ja, hä? Das ist ja gemein. Das ist Kacke. Das finde ich nicht gut. Oh, jetzt bin ich schon fast dabei, wieder zu laden, ne? Seit wann habe ich denn die Quest dann nicht mehr? Ist die irgendwann, stand das irgendwann oben so hier abgebrochen oder sowas? Ich lade mal kurz. Mal sehen, ob das jetzt mit dem Töten von Bodarkis zu tun hat oder ob das schon diese Schlacht war. Wenn das schon die Schlacht war, na dann muss. Dann ist ja eh vorbei. Da gibt's keine Autosave mehr. Ja, alles klar. Das scheint damit abgebrochen zu sein. Also mit der großen Schlacht hier am Strand vom Polemarchen. War noch eine andere? Gerade mal, aber ich glaube, ich habe da nicht noch irgendwas sinnvoll gespeichert. Das hier höchstens. Aber ich glaube, das war noch vor. Wir können es ja einfach machen. Wisst ihr? Und dann laden wir den anderen Spielstand noch. Aber ich würde das ganz gerne mal sehen, was da passiert. Dann ist es halt so. Dann haben wir die eine Quest nicht, ne? Ja. Ist doof, aber naja. Obwohl, warte mal, dann brauche ich ja hier die gar nicht zu machen, sondern eigentlich gleich hier rüber, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ach Mann, das ist doof. Na warte. Du bist heil zurückgekehrt. Wir machen das mal ganz schnell. Das nur, wenn niemand ist. Also, die traurige Wahrheit ist, ich und was wird. Wir und. Ich weiß, wie wir haben. Und die. Ja. Dann gehen wir hier hin. Ich will es einfach bloß mal wissen und sehen. Und ich fand das cool. Was er da gesagt hat, so hier, ey, da, Weiß nicht, wenn das alles vorbei ist und sowas, dann. Teils Heiligtum, teils Schatzkammer.
Ich frage mich, ob die Delia noch Silber übrig gelassen haben. Nee, die haben alles ausgegeben, das weißt du doch. So sind sie doch immer. Kaum hat man Geld, alles ausgeben. Ach, schlimm. Gut, andererseits, ne? Für was heute noch sparen? Thaletas? Die Feiglinge aus Athen haben zu viel Angst, jemanden auf heiligem Boden anzugreifen. Wir sind hier, um sie zu verspotten. Spartiaten, ihr seid alle gleich. Das werte ich als Kompliment. Du hast nicht nach den Befehlshabern gefragt. Ich weiß schon. Ihre Truppen sind ungeordnet und ihre Soldaten desertieren. Sparta schuldet dir was. Ich schulde dir was. Das letzte Hemd hat nun mal keine Taschen. Naja, eine Tasche hat immer jeder Mensch. Oder zwei. Vorsicht, du weißt nicht, worum ich bitten würde. Ha, bin gespannt. Ich würde um Kyra bitten. Kyra? Und dich. Ich will euch beide, Thaletas. Ich weiß, was ihr füreinander empfindet, aber... Cassandra, ich... Konzentrieren wir uns lieber auf den Krieg. Oh, Spartiaten. Immer Krieg und nie Spaß. Wenn du gerade mal nicht die Inseln rettest, dann triff mich am Strand, östlich der Kynthos-Ruinen. Ich möchte dir etwas zeigen. Halte nach Rauch Ausschau. Mach ich. Ja. Dann gucken wir jetzt gleich mal. Strand von Delos, östlich. Ufer, Geburtsort des Apollon. Also wahrscheinlich hier. Oder hier oben. Irgendwie so. Na, mal gucken. Ich meine, was wir ja noch machen können... Wenn wir jetzt gefunden haben, wo das ist, gehen wir jetzt einfach in unserem richtigen Spielstand dann einfach nochmal hin. Mal gucken, ob wir dann doch noch irgendwie was sehen, finden. Also ich habe noch nicht mal was gemacht und die, ne? Sind hier schon total aggressiv. Okay, es scheint nicht hier zu sein. Ah. Ich wusste nicht, dass man den Rauch so weit sieht. Warum nehme ich jetzt eigentlich Eisen mit? Weil mein Lootfinger wieder nicht anders kann. Ist er halt. Aber das finde ich jetzt echt doof. Dass wir die Quest nicht mehr machen können. Also nicht mehr machen konnten. Der Strand. Aber er ist nicht hier. Ich hatte vorhin gesagt, ne? Dass ich denke, dass hier unten noch irgendwie die Quest was ist. Er doch nicht. Ja.
Hi. Ich habe schon gedacht, du würdest nicht kommen. Selbstzweifel, Spartiat? Eher an dir als Spurenleserin. Die Blumen haben mich überrascht. War schön, ausnahmsweise mal keiner Blutspur zu folgen. Ich bin nicht sehr gut in solchen Dingen. Es gibt überall Blumen auf Delos. Ich sah sie und dachte... Dachtest was? Es ist viel passiert, seit wir uns kennengelernt haben. Du warst von Athenern umzingelt, in Blut getränkt. Du hast mit mir gekämpft. Du warst unwiderstehlich. Als ich Kyra zum ersten Mal sah, wusste ich, dass ich diese Insel nie wieder verlassen wollte. Und nun? Ich weiß nicht. Thaletas, sieh mich an. Ich weiß, was ich will. Er auch. Nicht hier. Komm. Oh. Wohin führst du mich? Ich dachte, der Lieblingsorte auf den Inseln von Delos. Ist der Lieblingsort eines Spartiaten nicht das Schlachtfeld? Das ich dachte, er gibt uns jetzt einen Korb. Ich führe dich zu meinem zweitliebsten Ort. Als ich hier ankam, hatte ich so viele Leute verloren. Jeder, zu dem ich aufgesehen hatte, sank mit diesem Schiff. Du brauchtest einen Ort, um all dem Sterben zu entkommen. Das verstehe ich. Das dachte ich mir. Deshalb will ich ihn dir zeigen. Ich komme nicht nur her, um den Kopf frei zu kriegen. Es... Es was? Es erinnert mich an zu Hause. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Still a better love story than Twilight. Ne? Ganz im Ernst. Auch wenn das nur eine kurzfristige Geschichte ist und so. Still better than Twilight. Ach nee, nicht mit einer Ziege! Hierher komme ich, um zu üben. Ich fand den Ort nach meiner Ankunft auf Delos. Mich zu verausgaben, befreit meinen Geist. Dieser Ort ist wunderschön, Thaletas. Genau wie du. Du hast mein Herz gewonnen. Doch um es zu erobern, muss ich sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Was meinst Kämpfen du? Wir? Kämpf mit mir. Was? Du hast behauptet, du wärst eine Spartiatin. Ich will sehen, ob du auch wie eine kämpfst. Du hast mich kämpfen sehen. Gegen Athena, ja. Und? Nur im Kampf kann man jemanden wirklich kennenlernen. Faust auf Faust, Fleisch auf Fleisch, Knochen auf Knochen. Schön. Sei nur nicht verärgert, wenn ich dir dein hübsches Gesicht ruiniere. Komm schon, Cassandra. Halt dich nicht zurück. Keine Sorge. Hör auf zu kämpfen wie ein Kind und schlag richtig zu. Was? Du bist hast du mehr mal, als hast, nur ein hübsches Gesicht. Hast du mal gesehen, was ich gerade mit dir gemacht habe die ganze Zeit? So viel zum Thema Kind. Ich hab keinen Zweifel mehr. Du kämpfst gut. Du kommst aus Sparta. Das wirst du büßen. Also, wann fängt der richtige Kampf an? Echt mal. Wer kennt's nicht, ne? Erstmal so richtig schön alle Knochen brechen, aufschlitzen und sonst irgendwas, bevor man dann miteinander in die Kiste geht. Ja, natürlich, klar. Ich meine, wer macht das nicht so von euch, ne? Seid ehrlich. Guckt tief in euer Herz hinein und sagt, wer das nicht geil findet. Ne?
Junge, du hast da einen Pfeil im Fuß. Jetzt hat er in jedem Fuß einen Pfeil drin. Du kannst nicht ewig kämpfen. Du kämpfst nicht wie eine Spartiatin. Du kämpfst wie eine Göttin. Du bist aber auch nicht schlecht. Willst du da nur rumstehen? Oder bringst du es auch zu Ende? Wow. No. Du erstaunst mich. Wieso das? Zum ersten Mal, seit ich ein Junge war, habe ich den Krieg vergessen. Schön, dass ich helfen konnte. Was ist mit dir? Was würdest du gerne vergessen? Ich will dich vergessen. Das wäre jetzt so fies. Ich würde gern vieles aus meiner Vergangenheit vergessen. Erzähl mir davon. Und ich würde es dir gern sagen. Doch wir müssen einen Krieg gewinnen. Nach unserem Sieg also. Wir trinken und teilen unsere dunklen Geheimnisse. Fände ich gut. Ja. Boom, stehen wir wieder alleine da. Toll. Gibt's jetzt noch eine Folgequest? Oder keine mehr? Ich glaube keine mehr. Ah, schön. Ja, in diesem Sinne. Komm, war eine schöne Quest. Kann man schon mal machen. Gut. Ja, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Cheerio. Ciao.